Okay, Natalia, raus damit. Warum sind Sie wirklich hier? Um liberalen jüdischen Dissidenten zu neutralisieren. Feivel Mauskewitz. Die einzige Maus hier in der Gegend ist unser unschuldiger Nachbar Frank Maxwell. Genosse Mauskewitz, hast du gedacht, du kannst uns entkommen? Ich glaube, Sie haben die falsche Maus. Ich bin doch nur der gute alte Frank Maxwell und ich muss dringend zur Arbeit. Guten Tag, Ma'am. Oh, Sie haben ihn getötet! Das nicht ich war. Jemand anders ist zuvor gekommen. Blöd gelaufen, Judenmaus. Hi, ich bin Peter Griffin. Dem Parodiegesetz nach müssen wir, wenn wir eine fremde Comicfigur ohne Lizenz verwenden, etwas veröffentlichen, das sich Kommentar nennt. Der Kommentar hier lautet, dass Mickey Maus Juden hasst. Und jetzt wieder zurück zu unserem neuen Kindermädchen. Okay, Stewie, das ist beliebtes weißrussisches Kinderbuch Gute Nacht, Mond von Tschernobyl. Gute Nacht, Tschernobyl, Mond. Gute Nacht, Strahlenhaus. Gute Nacht, geschmolzenes Telefon. Gute Nacht, leuchtende Milch. Gute Nacht, blutende Augen von Opapa. Gute Nacht, zweiköpfige Katze. Gute Nacht, niemand. Gute Nacht, Wohnblock und Wohnblock und Wohnblock voller Niemande. Ende. Nächstes Buch. Die ganze Welt kackt. Blut. Ich koch dann mal Essen. Sie nix müssen kochen. Hausaufgaben fertig, Kinder gefüttert. Sie sollten beide ausgehen und schönen Abend haben. Zusammen? Ja. Hier alles geregelt. Gehen Sie aus und genießen Sie amerikanische Frechheit. Was sagst du, Peter? Könnte lustig werden. Unser letztes Date war, als ich den Guinness-Rekord für den längsten Nasenausatmer bei einem Tina Fey-Film gebrochen habe. Du bist die Mama? Das ist nicht bueno. Und dank Natalia verbringen wir so viel mehr Zeit miteinander. Ich sag's dir, Joe, das ist wie eine Neuentdeckung. Joe, wir zusammen ist besser als nur mit mir zusammen. Okay. Wir haben uns zusammen The Middle angeguckt. Das ist so witzig. Ist es nicht witzig, Peter? Es ist wirklich witzig. Wir gucken uns mindestens dreimal pro Folge an und sagen, das könnten wir auch sein. Warum lachst du? Es klang witzig. Nicht, wenn man nicht dabei war. Ich konnte mir vorstellen, wie ich dabei war und deswegen habe ich gelacht. Ach, Donna, hast du die Serie Blackish gesehen? Warum fragst du mich das? Keine Ahnung, ich dachte, sie könnte dir gefallen. Ach, Herr Ober, haben Sie die Serie Fresh off the Boat gesehen? Warum fragen Sie mich das? Keine Ahnung, könnte Ihnen vielleicht gefallen. Ach, da ist Maud. Maud, hast du die Serie Die Goldbergs gesehen? Ja, die mag ich, weil ich Jude bin. Ich muss sagen, ich glaube, dass Natalia es geschafft hat, unsere Beziehung wieder zu beleben. Ja, wir hatten sogar Arthouse-Filmsex. Ich will mich über den halb aufgegessenen Blaubeerkuchen lehnen und dich mit schwarzem Kaffeeatem küssen. Ist das in Ordnung? Ja. Darf ich es dir besorgen zu einem Lied, das du kennst, aber das auf Deutsch gesungen wird? Ich walking on Sonnenschein. Ha-ha-ha. Walking on Sunshine. Ha, ha, ha. Und ich fühle das gut. Hallo? Verstehe. Was ist los? Ich starb bei einem Attentat.